Schicke Notebooks sind beliebt und besondere Designmodelle sind inzwischen selbst bei Subnotebooks zu finden. Asus beispielsweise packt das Modell U2 in Leder. Nicht nur die Handauflage, sondern auch der Deckel ist mit braunem Rindsleder bezogen. Für die VX-Reihe stand Lamborghini Pate. Tatsächlich hat Asus einen echten Lamborghini auf die Cebit geschafft und präsentiert als neuestes Modell der Reihe das Subnotebook VX3. Mitbewerber Acer orientiert sich bei seiner Designserie ebenfalls an Sportwagen. Neuester Spross der Ferrari-Reihe ist das Ferrari 1100, das wir bereits getestet haben. Einen echten Ferrari hat Acer allerdings nicht mitgebracht. Dafür aber noch mehr Design-Notebooks. Mit neuen Modellen wird die Aspire-Reihe noch stärker vom Gemstone-Design dominiert, das letztes Jahr eingeführt wurde. Laptops für Privatanwender verzieren fast alle Hersteller inzwischen mit besonderen Designs. Packard Bell zum Beispiel bietet EasyNote-Modelle mit Farbstreifen, runden Touchpads und Leuchtstreifen in der Handauflage an und das sowohl in Weiß als auch in Schwarz. Toshiba Satellites und Sategos sind schon seit einiger Zeit mit schicken transparenten Lautsprecheröffnungen zu haben. Das deutet auch auf einen der Schwerpunkte von Consumer Notebooks hin, die Unterhaltung. Hochwertige Lautsprecher sollen zu ungetrübtem Musikgenuss verhelfen und Blu-ray oder HD-DVD-Laufwerke ermöglichen die Wiedergabe von hochauflösenden Filmen. Ein weiterer Aspekt, das Spielen. Die Cebit wartet sogar mit einer eigenen Gaming-Halle auf. Gaming-Notebooks sucht man hier jedoch vergeblich. Es wird nur am PC gespielt. Viele aktuelle Spiele brauchen Grafikkarten mit hoher 3D-Leistung. Etablierte Einsteigerkarten für Notebooks sind vor allem ATIs HD 2600 und NVIDIAs GeForce 8600 MGT. Sie stecken nach wie vor in vielen Geräten. Toshibas Satego X200 bietet sogar zwei GeForce 8600er im SLI-Verbund. Acer bietet Laptops mit Grafikkarten aus NVIDIAs neuer 9000er-Serie an, zum Beispiel den 17-Zöller Aspire 7720 und das beliebte 15-Zoll-Modell 5920. Asus nutzt für Einsteiger-Grafikkarten auch ATIs neue 3000er-Serie. Im 15-Zöller M51 steckt zum Beispiel eine ATI Mobility Radeon HD 3470. Der 17-Zöller M70 hat eine HD 3650. Die zurzeit schnellste Spielegrafikkarte für Notebooks ist an einem unerwarteten Ort zu finden, im Intel-Pavillon. Nexoc zeigt dort sein Notebook Odin E805 mit zwei NVIDIA GeForce 8800 MGTX im SLI-Verbund. Dell, Schenker und Hypersonic haben ähnliche Modelle im Angebot oder angekündigt. Wer auf kleineren Notebooks spielen will, muss sich einschränken auf ältere Spiele oder sehr stark reduzierte Grafikdetails. Denn ausreichend starke Grafikkarten für aktuelle Spiele werden zu heiß für kleine Notebooks. Interessant ist zum Beispiel das 12-Zoll-Notebook Asus VX3 mit der neuen NVIDIA-Grafik GeForce 9300. LGs 13-Zöller P300 bringt eine GeForce 8600 MGS mit, eine leicht abgespeckte Variante der beliebten MGT-Version. Der noch kleinere 10-Zöller A1 zeigt am Stand von LG einen Trailer des Rennspiels Dirt. Ob das wirklich läuft auf der eingebauten NVIDIA GeForce 7300 aus der vorletzten Generation? Für richtigen Rennspielspaß braucht man sowieso mehr als nur einen Laptop. Und das findet man ebenfalls auf der Cebit. Es gibt genug Angebote von Lenkrädern, Pedalen und weiteren Eingabegeräten für Spiele. Intel steckt die Rennspieler sogar noch in eine halbe Formel-1-Karosserie. Aber vor dem Reinsetzen bitte Schuhe ausziehen. Und wie beim Original vor dem Aussteigen das Lenkrad rausnehmen.